So, das ist ja nun also der fertige Bauwagen. Hier haben wir noch den Handlauf. Original, 104 Jahre alt, denke ich jedenfalls. Kommt in den Keller. So, naja, der Außenanstrich fehlt noch. Aber ansonsten, innen drin sieht es gut aus. Wenn die Tür beige ist von innen, erschließt sich natürlich besser, wenn man drin ist. Oh. Weil nämlich passt sie sich natürlich besser an in das schöne Holzding. Ich glaube, ich mache mal Licht an. Oh. Oder auch nicht, je nachdem. Hier ein Jugendfoto von mir. Hier hängen nur Jugendfotos, weil andere hatte ich nicht mehr in Düsseldorf. Das finde ich besonders gelungen. Die Tochter über dem Bett natürlich. Hinten links mein Badezimmer. Meine Badeecke, meine Waschecke. Wunderschön, nicht wahr? Fließendes, kaltes Wasser. Herrlich. So. Spiegel natürlich für die Rasur. Und das schöne Regal aus dem Amtsgericht. Originalaktregal aus dem Amtsgericht. Ja. So, das war die Ruhezone. Jetzt kommen wir zur Küche. Schön selbst gebaut. Nur der Kühlschrank nicht. Mit fulminanter, moderner Induktionskochplatte. Funktioniert auch außen gut, geht super schnell. Meine neue Kaffeemaschine vom Aldi, 69,90. Auch ein altes Bild von 1900, hau mich tot. Ein Mädel aus der auf der Frankfurter Buchmesse. Eine Katze, die mal ein Künstler gemacht hat, der bei uns mal im Haus wohnte. Hing jahrelang bei meiner Mutter. So, hier gibt es eine Gesamtansicht von der Wohn- und Arbeitsecke. Hier nochmal die Tochter. Ein bisschen Voodoo muss sein. Schreibtisch. Telefon natürlich und der Multimedia-Ecke. Eigentlich sollte jetzt da ein Bild sein. Ah ja. Müssen wir jetzt natürlich entspannt. So, da ist nämlich nochmal die Ansicht von außen mit leuchtenden Lämpchen und leuchtender Gans, da unten die Gans. So. Hier die Klimaanlage. Meine Afrikola-Sammlung. Ja. Das war es soweit. Hier der Besprechungsraum, die Besprechungsecke. Mit antikem Telefon, sehr schön. W48 in Elfenbein. Ja, das war das Video. Das Schöne an Videos ist, dass man sie sich sehr selten nur anguckt. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt eins. So, nochmal den Blick in den Garten. Ach ja, hier die Pfingstrosen oder so ähnlich wollte ich ja nochmal filmen. Oh. Nicht wahr? Eine wahre
gebracht. So. Und jetzt die Ablende.